Hallo zusammen! Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, habe ich spontan ein Daenerys Targaryen Dothraki-Outfit angefangen für die Super Geek Night, die jetzt am Samstag in München ist. Wer von euch ist denn noch da und wer will noch hinkommen, um vor Ort Karten zu bekommen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich sehe ganz viele von euch dort. Jedenfalls habe ich meine blonde Perücke hier und die möchte ich nun ein bisschen umstylen. Übrigens, meinem Ohr geht es fantastisch. Das wurde vor einer Woche neu verarbeitet. Das aussieht wie dieses. Und dem geht's prächtig. Das tut gar nicht weh. Oh Gott, die Bergkartons im Hintergrund. Egal. Ihr habt eine glatte Kanekalon-Perücke, sprich synthetisches Haar. Bitte ignoriert meine Fingernägel. Danke. Die hier ist so ein bisschen lockig. Aber wir brauchen wavy hair. So ein bisschen mermaidy, wie die Daenerys das halt hat. Und es ist voll einfach. Und es geht so. Ich habe mir hier schon mal eine große Partie abgeteilt. Schwing, schwing. Die werde ich jetzt einfach durchkämmen und flechten. Je kleiner die Partien sind, desto kleiner werden die Wellen natürlich und je weniger Haare ihr nehmt, desto seichter werden die. Deshalb habe ich jetzt hier eine ziemlich dicke Partie und flechte das relativ eng, jetzt nicht super eng, aber schon so, dass es nicht zu locker ist, damit das schön wavy wird. So, jetzt haben wir hier unser Zöpfchen. Next Step. Ihr braucht ein feuchtes Küchenhandtuch. Das sollte nicht mehr tropfen, aber schon ja, gut feucht sein. Das schmeißt ihr euch dann einmal drüber. Dann braucht ihr ein Glätteisen und durch die Hitze des Glätteisens über dem feuchten Handtuch erzeugt ihr Dampf. Und der Dampf geht durch das Kunsthaar und fixiert das so in der Form, in der ihr es gerade habt. Heißt, das könnt ihr auch mit Locken und so machen. Ich greife quasi den Zopf und gehe dann Stück für Stück einfach weiter runter. Und ihr hört, es dampft. Das soll es auch. Sonst funktioniert der ganze Spaß nicht. Je dicker der Zopf ist, desto mehr Zeit müsst ihr euch pro Stelle nehmen, um das zu bearbeiten, damit der Dampf da auch wirklich komplett durchkommt und das einigermaßen fixieren kann. Aber bleibt nicht zu lange auf einer Stelle oder die Gefahr, dass ihr die Haare dabei versenkt oder das Tuch vielleicht doch nicht nass genug war, ist halt einfach zu hoch und das möchte niemand. Deshalb gehe ich immer einmal runter und dann wieder hoch. Verbrennt euch auch bitte nicht die Fingerchen. Es hilft, wenn man das so ein bisschen hochhält, dann rutscht das Handtuch nicht so runter vom Ansatz. Und dann lassen wir den Zopf einmal frei. Die Enden sind mir jetzt noch ein bisschen zu labberig. Die drehe ich mir einmal in den Twist und dann mache ich dasselbe nochmal. Dann wartet ihr circa eine Minute, bis das Ganze abgekühlt ist. Es geht relativ fix. Und dann könnt ihr den Zopf vorsichtig lösen. Auf keinen Fall bürsten. Mit einem grob zinkigen Kamm ginge es vielleicht noch, aber ich würde einfach mit den Fingern ein bisschen durch die Haare gehen. Nun haben wir hier drei dicke Würste. Davon nehme ich mir einfach einen Strang und ziehe den einfach so ein bisschen auf. Und das war's. Mehr braucht ihr gar nicht machen. Also ich würde gar nicht durchkämmen. Und schon habt ihr welliges Haar. So einfach ist es. Und das vor allem auch ohne dem Haar der Perücke zu schaden, weil man kann das natürlich auch mit einem Welleneisen machen oder mit einem Glätteisen, aber die Gefahr, dass das Haar dabei versenkt, ist einfach viel zu hoch. Deshalb macht es bitte mit Dampf. Ich werde euch auch unten in der Infobox mal einen Kanal verlinken, auf dem die ganz viel in diese Richtung machen. So kann man zum Beispiel auch Dreadlocks machen. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Ich zeige euch Neugiernase noch schnell das Outfit. Hier seht ihr die provisorischen Schuhe. Ich gucke morgen mal, ob ich noch andere finde im Laden. Die Hose habe ich mir eingefärbt. Die war vorher beige. Die habe ich auch umgenäht. Da haben wir den Rock und den verrückten Gürtel, wo ich jedes Glied einzeln selber gemacht habe. Dann natürlich statt sexy Oberteil. Ich muss dazu sagen, dass meiner Puppe einfach nichts passt, weil ich ja so eine Elfenstatur habe. Und hier ist auch noch so eine Fibel dran. Die habe ich auch aus Wobbler gemacht. Und hier ist sie nun, die gruselige Puppe mit der fertigen Perücke, die ich auch schon gestylt habe. Zu der Frisur habe ich euch jetzt nicht nochmal ein Tutorial gemacht, weil ich sowas ähnliches schon mal gemacht habe. Das verlinke ich euch nochmal in der Endcard. Das sieht jetzt hier auf dem Kopf ein bisschen schief aus, aber auf meinem Kopf ist es gerade. Da das Kostüm ja relativ schnell fertiggestellt werden musste, also ich habe das in 2 Tagen jetzt gemacht, habe ich euch leider keine Tutorials dazu gemacht. Allerdings habe ich entweder mal ein paar Fotos gemacht und ein paar Anleitungen dazu auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Ich verlinke euch den Ordner auf jeden Fall mal unten. Falls da eure Fragen nicht beantwortet werden, dann schreibt sie mir bitte unter die jeweiligen Facebook-Fotos. So
ist der Plan für Samstag. Vielleicht schaffe ich das morgen Mittag noch eine Kette fertig zu machen. Wie will sie? Wer von euch ist noch auf der Super Geek Night? Lasst es mir mal in den Kommentaren. Und falls ihr hinkommt, als was kommt ihr? Verkleidet ihr euch überhaupt? Und falls nicht, seid ihr gerade dabei, ein Cosplay zu machen? Wenn ja, welches? Ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald, wenn ich wieder Zeit habe, Videos zu schneiden. Bis dann, ciao!